Hallo und herzlich willkommen bei diesem Sound-Grundlagen-Tutorial. In dieser Folge geht es um, was ist Sound oder was ist Tilt oder Phase und weitere Begriffe, die man für die Musikproduktion verstanden haben sollte. So, legen wir doch einfach mal los. So, wodurch wird Sound oder Geräusche erzeugt? Die werden erzeugt durch Luftdruckänderungen. Das heißt, stelle ich mir jetzt einfach mal so eine Box vor und stelle mir jetzt einfach nur mal die Bassbox unten vor, die große Membran, und schau dir mal zu, wenn ich Musik drüber abspiele oder einen Ton drüber jage, die schwingt. Die sieht man bei basslastiger Musik, sieht man, wie die schwingt. So. Und das heißt, die Box erzeugt einen Luftdruck, schiebt die Luft vor sich her und zieht sie wieder zurück, so entstehen Wellen. Wie wenn man einen Stein in einen Teich reinwirft, dann sieht man ja auch, wie die Wellen da entstehen. So, und jetzt gibt es die Frequenz, und die Frequenz sagt nichts anderes als, wie schnell die Box schwingt innerhalb eines bestimmten Zeitzykluses. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, in einer Sekunde schwingt die Box, blöde mal, 10 Mal, dann ist das die Frequenz. So, und je schneller die schwingt, das heißt, wenn sie 20 Mal, 50 Mal, 2000 Mal innerhalb dieser Sekunde, dieses Zeitzyklus schwingt, verändert sich die Tonhöhe, er wird höher. Das heißt, langsame Schwingung, tiefe Töne, schnelle Schwingung, hohe Töne. Deshalb sieht man auch in einem Equalizer, die 20 Hertz sind die langsamen, also Hertz ist eine Schwingung pro Sekunde. Und bei 20 Kilohertz, also 20.000 Hertz, sind die Schwingungen ganz schnell und natürlich auch die Töne sehr, 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 sehr hoch. So, und dann gibt es noch die Amplitude, und die Amplitude zur Frequenz dazu sagt nichts anderes aus, wenn diese Bassbox, diese Membran, innerhalb dieses Zeitzykluses schwingt. Und sie schwingt jetzt nur so ein bisschen hin und her, aber dafür ganz schnell habe ich einen hohen Ton, der aber nicht viel Luftdruck erzeugt, auch nicht viel Lautstärke dann erzeugt. Das heißt, die Amplitude ist die Lautstärke. Das heißt, je weiter raus die Box drückt und diese komplette Schwingung raus rein macht, je weiter das geht, desto mehr Luftdruck wird erzeugt, desto mehr Energie wird erzeugt. Und das macht die Lautstärke aus. Ich kann das gerade mal hier an dem Phase 4 hier zeigen. Und achtet mal bitte nur auf diesen Bereich hier. So, wenn ich jetzt einen Ton spiele, dann hat der eine Frequenz innerhalb eines Zykluses. Und ich könnte den jetzt auch noch unterschiedlich laut. Das heißt, wenn man sich die Bassbox von der Seite her anguckt, schwingt die hier raus, wieder an den Ruhepol zurück, und schwingt dann rein in die Chassis und wieder an den Ruhepol zurück. Das wäre jetzt so ein Zyklus, den die Membran hier macht. So, nehmen wir hier mal die Lautstärke wieder raus, geht nochmal in die Frequenz, um das einfach mal zu sehen. So, die schwingt jetzt, sage ich jetzt, einfach mal mit einer Frequenz von 1 hier. Und jetzt erhöhe ich den Ton um eine Oktave. So, und jetzt schwingt die schon mit einer Frequenz von 2. Das sind jetzt alles nur fiktive Zahlen, die ich hier gerade sage, weil es sind Oktaven. Und je weiter höher ich gehe, desto höher wird die Frequenz, desto mehr Wiederholung, desto schneller schwingt die Box. So, und die Amplitude ist jetzt der Ausschlag. Ich mache das mal hier vielleicht ein bisschen leiser bzw. aus. Die Frequenz ist die Wiederholung, also die Geschwindigkeit, wie schnell das spielt. Und die Amplitude, die Lautstärke, kann ich ja auch mit dem Volume-Lautstärke-Regler regeln. Wenn ich die jetzt runterregle, wird der Ausschlag der Bassbox, also wie weit sie raus und auch wieder ins Gehäuse rein und wieder rausgeht, das wird jetzt kleiner. Und die Lautstärke wird jetzt auch geringer. Das heißt,
wenn ich die Lautstärke hier wieder aufdrehe und vielleicht nicht ganz so hoch gehe, damit es nicht so in den Ohren wehtut. Dann habe ich jetzt das hier zum Beispiel. Ist vollen Ausschlag, volle Amplitude. Das heißt, die Bassbox geht voll raus. Und wenn ich das jetzt leiser mache hier, sieht man, dass der Ausschlag immer kleiner wird, der Bassbox. Das heißt, die geht nicht mehr ganz so raus, aber die Frequenz bleibt die gleiche. Wenn ich gar keine Amplitude mehr habe, dann bewegt sich die Box oder die Membran auch nicht mehr. Und ich kann dann eine Frequenz haben, wie ich will. Hier auf der linken Seite ist meine Frequenz. Da kann ich drehen, wie ich will, und ich kann die hochdrehen, aber ich höre nichts mehr, weil keine Amplitude mehr da ist. Erst wenn ich die wieder aufdrehe, höre ich dann auch wieder den Ton. So, das zum Thema Luftdruck, also was ist Sound? Luftdruck, die Frequenz, die Geschwindigkeit und die Amplitude, die Lautstärke. So. Und unsere Ohren haben so eine Eigenheit, eine Charakteristik, nämlich dass wir unterschiedliche Tonhöhen unterschiedlich laut wahrnehmen. Das heißt, wenn ich einen Ton mit, sagen wir mal, 80 Dezibel spiele im mittleren Bereich und schiebe den dann nach in den Bassbereich, dann nehme ich den Ton, der technisch immer noch 80 dB ist, mit meinem Gehör leiser wahr. Und wenn ich den Ton nach oben schiebe, habe ich einen ähnlichen Effekt. So, ich kann das mal zeigen mit so einem Testton. So, den kann ich auch vielleicht mal ausmachen, weil das nervt ein bisschen. Ihr glaubt mir jetzt einfach mal, dass der Ton hier, was hier auch steht, minus 31 dB hat. Ich kann den auch noch lauter machen, wenn es sein muss. Und hier leiser, damit es nicht so pfeift. So, und ich bin mit dem Ton, den packe ich jetzt hier in das mittlere Feld und ich muss den gleich wieder laut machen, ich erkläre es nur. Und ich fahre jetzt mit dem Ton einmal in den unteren Bereich und einmal in den oberen Bereich. Und wenn ich in den unteren Bereich fahre, werdet ihr subjektiv wahrnehmen, dass der Ton ja immer leiser wird. Aber technisch gesehen spielt der immer noch auf der gleichen Lautstärke. So, Achtung. Vielleicht macht ihr das mit einem Kopfhörer oder einer guten Box, weil unten tiefe Frequenzen. So, ziehe ich den rein und gehe jetzt langsam runter. Der Ton ist immer noch gleich laut, aber wir hören den nicht mehr. Jetzt gehe ich wieder hoch, dann kommt er wieder rein. So, und da oben, wahrscheinlich heulen jetzt die Hunde in der Nachbarschaft, höre ich den auch nicht mehr. So, das heißt, in unterschiedlichen Frequenzen nehme ich einen technisch gleichlauten Ton unterschiedlich wahr. Und das Ganze wurde gemessen ursprünglich, ich blende das hier mal ein, von Fletcher und Manson 1933. Und das Ganze nennt man gehörrichtige Lautstärke oder gehörrichtige Lautstärke-Entzerrung, weil unsere Wahrnehmung ist verzerrt, was ich gerade gezeigt habe. Einen gleichlauten Ton nehmen wir unterschiedlich laut wahr, das ist eine Verzerrung der Lautstärke. So, und es wird immer diese Fletcher-Manson-Kurve erwähnt. Die haben das einfach gemessen und haben mit Leuten Experimente gemacht, haben die Töne hören lassen und dann ankreuzen, wo hören sie was, wo hören sie nichts. Und wie laut müssen sie es verstärken, damit sie die Töne hören. Und dann sind diese Kurven rausgekommen. Und die blauen Linien hier sind die Fletcher-Manson. Aber seit 1956 gibt es die Robinson-Detson-Kurve. Und die wird auch als Industriestandard genommen. Das sind die roten Linien. Und was hier gezeigt wird, sind an der X-Achse die Herzzahlen, also die Frequenzen.
Und an der Y-Achse wird die Lautstärke in Dezibel, SPL angezeigt. Das heißt, wenn wir hier mal gucken, um die 100 Hertz oder sagen wir mal so ab 500 Hertz runter, muss man einen Ton erheblich lauter machen, dass man ihn als gleich laut wahrnimmt. Das ist wie so eine Mulde hier. Und dann gibt es nochmal hier so einen kleinen Einbruch und dann geht es nochmal hoch. Aber sagen wir mal einfach so, es ist halt wie so ein Bergtal, kleiner Hügel, so ungefähr, je nachdem, was für eine Lautstärke das ist. Das sieht man ja hier auch, ist von der Lautstärke auch nochmal so ein bisschen abhängig. Das heißt, wenn jemand Fletcher Manson sagt, meint er natürlich auch Robinson Detson. So, das einfach nur als kleiner Exkurs. Und das ist, wenn man das nochmal ganz kurz guckt, wird auch immer diese Skala so von 20 Hertz bis 20 Kilohertz angegeben. Und das ist ja ungefähr so dieser Bereich, den wir als Menschen, als junge Menschen hören. Und der wird dann immer geringer. Dieser Dynamikbereich wird dann immer geringer, je älter wir werden oder wenn wir Hörschäden haben und uns die Ohren kaputt hören oder wie auch immer. Das heißt, beim Abmischen, wenn wir Sounds abmischen, wenn wir Tracks abmischen, muss man das natürlich beachten. So, und jetzt gibt es eine schöne Funktion bei den Equalizern und das ist die sogenannte Tilt-Funktion. Wenn ich hier den Equalizer anklicke und im Inspektor gucke, habe ich hier unten links habe ich ein Feld, das heißt Tilt und hier steht 4,5 dB pro Oktave. Und wenn ich das aufklappe, kann ich das nochmal auf 6 dB pro Oktave einstellen. Das heißt, ich kann an dem Equalizer, kann ich sagen, normalerweise hätte ich jetzt bei diesem Equalizer, wenn ich jetzt mir die Robinson Detson oder Fletcher Manson Kurve angucke, hätte ich jetzt so ganz grob mal ganz blöde quasi so, müsste ich so abmischen. Das heißt, ich müsste gucken, wenn ich abmische, wenn ich die Bässe auf gleicher Lautstärke haben will wie die Mitten hier, damit ich die gleich laut wahrnehme, muss ich die Bässe hier anheben. Und der Tilt-Faktor macht nichts anderes, als dass er mir hier in der Anzeige diese Waagerechte einfach kippt. Das heißt, dass dieser Bereich hier, dieser Bassbereich, nach unten kippt, sodass wenn ich, sagen wir mal, hier hätte ich jetzt so die Mitte, wie so eine Kippe, dann gehen wir jetzt mal davon aus, diesen Bereich muss ich nicht beachten, weil der vielleicht nicht so sehr ins Gewicht fällt, kippt mir das ganze Ding hier so nach unten, sodass ich, kann ich das hier einzeichnen, mal gucken, dass ich dann vielleicht dann nur so eine Diskrepanz hätte. Mal ein bisschen viel. So, der kippt jetzt so nach unten und das hier geht dann halt einfach nochmal so, machen wir mal, würde vielleicht dann so leicht nach oben geben. So, insgesamt hätte ich eine wesentlich ausgeglichenere Kurve und ich kann dann anhand dieser visuellen Nulllinie oder dieser visuellen Linie, kann ich dann meine Filter ansetzen und kann viel einfacher abmischen und sagen, okay, in den Bässen, wenn ich ein gleich lautes Signal haben möchte wie hier und es schlägt bis hierhin aus, zum Beispiel, muss es in den Bässen auch nur bis hierhin anschlagen und nicht bis irgendwo hier oben hin, so ungefähr, wo ich denke, so, weil ich das im Kopf haben muss, sondern ich mache das jetzt halt einfach nur noch an dieser Waagrechten und wenn ich halt ein sehr basslastiges Stück haben will, kann ich diese Absenkung, also dieses Kippen hier einstellen. Das heißt, ich kann ein stärkeres Kippen mit 6 dB einstellen oder ich kann das Kippen komplett ausstellen. Dann muss ich halt entsprechend anders mixen. Und das ist aber nur die visuelle Darstellung des Ganzen. So, und eine kleine lustige Geschichte habe ich auch erst letztens erfahren. Diese
Diese Erkenntnis, dass man einfach die tiefen Töne und manche hohen oder in den hohen Tönen da einfach eine Verstärkung braucht, wurde in den 70er Jahren in der Disco-Zeit genommen und da hat man angefangen, Subwoofer aufzustellen und Exciter. Also Subwoofer, die die Tiefen besser verstärken und Exciter, die die Höhen nochmal verstärken. Und wenn man da jetzt mal rangeht, ich habe mal so ein kleines Stückchen hier kurz zusammengetackert und das hören wir jetzt einfach mal ohne Exciter an. Ich habe den hier unten mal eingezeichnet, aber der EQ ist nicht aktiv. Wenn ich das jetzt einfach mal laufen lasse. So, das wäre jetzt ein ganz normales Stück gewesen. Und jetzt gehen wir davon aus, wir sind in den 70er Jahren, stellen dann einen Subwoofer auf. Das heißt, wir verstärken hier die tiefen Frequenzen und dann noch einen Exciter. Und ich spiele jetzt diese Sequenz einfach nochmal so und schalte dann quasi den Subwoofer und den Exciter ein. Das wurde diese Kurve, ungefähr diese, wurde dann das sogenannte Disco-Smile genannt, weil es einfach geiler klingt. So, ich spiele es jetzt nochmal ab und schalte dann den Disco-Smile ein. Ohne. Mit. Ohne. So, hört sich doch schon mal irgendwie schöner an. Grooviger. Man kann da wesentlich mehr mithotten und ja, man hört auch wirklich so die tiefen Frequenzen sehr gut. Das, wenn man es einmal damit gehört hat und dann ausschaltet, klingt es einfach nur noch flach. So, und jetzt kommen wir zu einem der letzten Themen, und zwar Phase. Was ist Phase? Und ich hatte ja vorhin erklärt, mit der Bassmembran, wenn die in einem Zyklus raus und wieder reingeht, das ist eine. Das ist ein Zyklus. So. Und wenn ich jetzt über eine Stereoanlage zum Beispiel, habe ich ja zwei Boxen angeschlossen. Und bei der Stereoanlage möchte ich, dass die Boxen in Phase sind. So, was bedeutet das? In Phase bedeutet, dass die beiden Boxen das Signal, was von der Anlage kommt, zeitgleich abspielen. Das heißt, wenn man jetzt nochmal wieder die Bassmembran anguckt, dass beide Bassmembranen zur selben Zeit, exakt zur selben Zeit, raus und wieder reingehen. Das heißt, sie sollen zur selben Zeit exakt die gleichen Bewegungen machen. So. Und wie man an der Bewegung vielleicht dann schon erkennen kann, schieben die zur gleichen Zeit den Luftdruck nach vorne und ziehen sich auch gleichzeitig wieder zurück. Das heißt, diese Bewegung verstärkt. Das heißt, es wird lauter. So. Und in Phase bedeutet eben synchron, dass sie das synchron machen. Man könnte vielleicht so als kleine Gedankenstütze sagen, dass der Begriff Phase im Prinzip sowas wie so eine Synchronisationseinheit ist. Also wenn Phase 0 ist, dann sind die Signale absolut synchron bei der Wiedergabe. Weil es gibt das Ganze auch noch, dass man aufpasst bei der Aufnahme und bei dem Signalen zusammenmischen, aber am ist genau das gleiche Thema, aber ich denke mal, so die Wiedergabe, so Stereo, Boxen und Membran, diese Bewegung, das kann man sich am einfachsten einprägen. Das heißt,
Die Membran ist in einer Nullstellung, in der Ruhestellung, geht raus, ist auf plus 1, sagen wir es einfach mal, geht rein, wieder auf 0, ganz rein, auf minus 1 und wieder auf Ruheposition, auf 0. So, das heißt, ich habe einen Plusbereich und ich habe einen Minusbereich. Und so ein kleinen Ausflug ist, wenn man dieses Plus 1 und Minus, das heißt, ich habe Plus- und Minusbereiche. Wenn man jetzt zum Beispiel so das Format der CD nimmt, die hat ja damals oder hat heute immer noch 44,1 Kilohertz. Und wir hatten ja vorhin, als Mensch hat man ja 20 bis 20.000 Hertz oder 20 Kilohertz. So, jetzt hat eine CD aber 44,1 Kilohertz. Und jetzt fragt man sich, okay, warum sollte man als Mensch jetzt mehr als 20 Kilohertz oder 20.000 Hertz hören? Das kommt daher, weil der positive wie der negative Bereich ja einberechnet werden. Ich muss ja mit der Box sagen, du gehst raus in den positiven Bereich und du gehst rein in den negativen Bereich. Das heißt, diese 44,1 Kilohertz kann ich gleich mal durch 2 teilen, weil ich ja positiv und negativ betrachten muss. Das heißt, zum Schluss habe ich dann 22,05 Kilohertz oder 22.050 Hertz. Und das liegt dann knapp über unseren 20 Kilohertz. Und damit kann ich so den größten Bereich, den ich hören kann, abbilden. Das nochmal so als kleine Erklärung. So, jetzt nochmal zur Phase und dieser ganzen Synchronisation. So, ich habe diese zwei Stereoboxen und die sind in Phase, also senden zeitgleich das gleiche Signal aus, machen zeitgleich die gleiche Bewegung, sind synchronisiert. So, wenn ich jetzt eine Phasenverschiebung habe, das heißt, die eine Box geht innerhalb dieses Zyklus, wo die dieses Signal durcharbeiten, geht die eine Box ein bisschen schneller vor. Das heißt, die fängt schon an, während die andere noch nichts macht, dann kommt die nach, dann ist die vorne, dann geht die andere nach vorne, während die erste schon wieder zurückgeht, macht das jetzt mal ganz extrem, dann machen die diese Bewegung oder ganz schlimm gegensätzliche Bewegung. Und würde man hier jetzt so Rauch oder Wasser um meine Hände rumspülen, könnte man sehen, dass es hier Verwirbelungen gibt. So, und diese Verwirbelungen, das sind teilweise dann Auslöschungen von Frequenzen, das heißt, die fallen weg, oder Verstärkung von Frequenzen, das heißt, die werden lauter. Das heißt, ich verändere mein Signal. Das ist nicht mehr das Originalsignal, was ich von meiner Stereoanlage an die Boxen losgeschickt habe, sondern das ist ein anderes, das hört sich einfach anders an. So, und im schlimmsten Fall, also im theoretischen Fall, wenn die beiden Membrane wirklich so gegeneinander laufen, also wirklich genau extrem, wenn der auf plus 1 ist, der eine auf minus 1 und dann andersrum, würden sich die Signale, die ich durch beide Boxen schicken, im schlechtesten Falle komplett auslöschen. Das heißt, es würde komplette Stille hören, egal wie laut ich den Lautstärkeregler aufdrehe. Man würde einfach nichts mehr hören. So, das wäre, wie gesagt, der schlechteste Fall. So, und jetzt gibt man Phase nicht in Millisekunden an, sondern in Grad. In 360 Grad. Das ist deshalb, weil in der Mathematik gibt man Wellen, also die Phasenverschiebung von Wellen, wenn wir jetzt so eine Sinuskurve nehmen und hätte jetzt zwei Sinuskurven und die sind am Anfang übereinander und jetzt verschiebt man eine Sinuskurve, so die eine fängt hier an und die andere fängt hier an und dann machen die halt so diese Bewegungen. Und diese Phasenverschiebung wird in der Mathematik in Grad ausgedrückt. Deshalb gibt es bei den Phasenreglern keine Millisekunden, sondern Grad. Und dann wird halt oftmals gesagt, die Phase ist um 180 Grad gedreht. Das heißt, wo Plus ist, ist Minus und wo Minus ist Plus. Und diese 180 Grad wäre diese völlig konträre Bewegung. Das heißt, wenn ich ein Audiosignal dupliziere auf eine zweite Spur und stelle die Phase auf 180 Grad ein, habe ich Stille oder nahezu Stille. Kommt dann wieder drauf an, aber in der Theorie habe ich absolute Stille. So. Deshalb diese ganze Geschichte in Grad. Man könnte jetzt meinen, das ist was Schlechtes, ist es aber nicht unbedingt.
Es gibt auch Effekte, die das nutzen. Und zwar gibt es den sogenannten Phaser von Phase, Phase Shifting, und dann gibt es den Flanger. Und die benutzen beide Phasenverschiebungen, aber beide so auf eine bisschen unterschiedliche Art und Weise. Ich habe mal hier einen Flanger, damit man das mal hört. Wenn ich das... Ist das laut genug? Ja. So klingt zum Beispiel ein Phaser, ein Flanger, Entschuldigung. Und so klingt ein Phaser. Oder kann ein Phaser klingen? So, und der Unterschied ist jetzt, bei einem Flanger wird das Originalsignal genommen, aufgeteilt, auf einen zweiten Signalweg geschickt, und der zweite Signalweg ist dann in der Phase versetzt, also leicht verspätet oder leicht zu früh. So, dass wir genau diesen Effekt haben, dass das verschobene Signal quasi mit dem Originalsignal zusammengemischt wird und dann werden Frequenzen ausgelöscht oder verstärkt. Und das erzeugt eben diesen Effekt. Und bei einem Phaser wird auch eine Signalkopie erstellt. Aber es hört sich anders an, und es hört sich deshalb anders an, weil bei einem Phaser das zweite Signal, also die Kopie, die Kopie wird durch ein paar Allpassfilter durchgejagt. Und die Allpassfilter sind nichts anderes, als dass die bestimmte Frequenzen nur Phasen verschieben. Also sie lassen alle Frequenzen durch, die verschieben nur ein paar Frequenzen, wie so ein Kamm sieht es dann aus. Verschieben die dann in der Phase, also verzögern die zum Beispiel. Wenn man hier unten so drauf guckt, sieht man das so ganz leicht, wie da so ein Kamm hin und her fährt. Ich meine, oben diese Bewegung, klar. Man sieht es hier ein bisschen an den... So. Das ist der Unterschied zwischen Phaser und Flanger, aber beide benutzen eben diese Phasenverschiebung. So, das war jetzt wieder ein recht langes Video. Wir sind knapp bei einer halben Stunde. Oh, ich hätte gedacht, das geht sogar länger. Aber schön, dass es nur eine halbe Stunde gedauert hat. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich euch da so ein paar Grundkonzepte erklären konnte, falls ihr das noch nicht kanntet. Die halt unglaublich wichtig sind. Also wie entsteht Sound, was ist Frequenz, na, die Geschwindigkeit, Tonhöhe, was ist die Amplitude, das heißt der Ausschlag, die Lautstärke, was ist die Fletcher-Manson-Kurve oder die Robinson-Detson-Kurve, diese hier nochmal. Und was ist der Disco-Smile? Es gibt, glaube ich, noch einen anderen Begriff, den weiß ich gerade nicht. Oder was ist auch Phase, was ist ein Flanger und wie kann man sich das vorstellen? Ich hoffe, ich konnte es euch so ein bisschen bildlich erklären, was das Ganze ist, weil ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu kapieren, weil die Erklärungen, die ich gelesen habe, jetzt nicht sehr förderlich waren. Und ich hoffe, ich konnte das für euch so ein bisschen bildhafter darstellen, sodass man auch besser verstehen kann, worum es sich da handelt und dass das jetzt nicht so ein Hexenkessel ist, wo man irgendwas reinschmeißt und da funktioniert dann irgendwas und so ganz genau weiß man jetzt auch nicht, was da los ist. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen, abonniert den Kanal, wenn ihr das eh nicht schon habt, und ja, teilt die Videos weiter, wenn ihr sie gut findet und anderen mitteilen wollt. Ich habe in letzter Zeit sehr viele, sehr schöne, sehr nette Kommentare bekommen. Ich bedanke mich sehr dafür. Sowas geht runter wie Öl. Freut mich natürlich total, dass die Arbeiten, die Recherche, wie ich Dinge ausdrücke, wie ich sie erkläre, dass das gut bei euch ankommt. Freut mich total, und ich mache natürlich auf jeden Fall weiter. Meine Notizzettel und
Vorhaben für weitere Tutorials wird immer länger. Eigentlich dachte ich, es wird irgendwann mal kürzer, aber eigentlich wird es immer länger. Ich habe im einen Zettel sind jetzt über 1000 Zeilen drin an Notizen, was ich machen will. Und ja, das wird noch. Und ich habe noch nicht mal mit dem Grid angefangen. Okay, aber ganz, ganz andere Geschichte. Ja, ich wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.